Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um das beliebte Thema Skill-Based Matchmaking. Wer hasst es nicht in Apex Legends? Und tatsächlich soll Respawn daran arbeiten, dass ein bisschen was gefixt wird. Wie genau das aussieht, keine Ahnung. Es betrifft jedenfalls den Public-Modus und natürlich auch den Ranked-Modus. Ich gerade selber habe es jetzt in den letzten Tagen vormittags in der Woche in Ranked oft genug erlebt, dass wir tatsächlich in Gold-Lobbys, zieht euch das rein, gegen Predator oder Master-Spieler aktuell spielen. Du siehst das ja im Killfeed oben rechts, wenn du jemanden getötet hast, siehst du, was dein aktuelles Level ist. Da waren ganz oft Predator-Spieler dabei. Master gibt es ja jetzt noch nicht so lange, weil ja erst einmal 750 Predator gefunden werden mussten. Und gestern erstmalig zum Donnerstag hatten wir einen Master-Spieler-Gegner. Ansonsten fast jeden Tag immer mal ein paar Pred-Spieler. Das soll gefixt werden. Im Public Games soll es auch gefixt werden, so ein bisschen, dass die Gegner deinem Skill angepasst werden. Gerade für Neulinge, die gerade mal ein paar Runden gespielt haben. Das dauert nicht lange, dann musst du schon gegen Leute spielen, die weit über deinem Niveau sind. Wann genau dieser Fix kommt, keine Ahnung, aber es hat sich vor kurzem erst ein Respawn-Mitarbeiter dazu zu Wort gemeldet. Wir rechnen mal lieber nicht vor Season 16 damit. Alles, was davor kommt, wäre eine riesen Überraschung. Ob es aber zum Start von Season 16 passiert, wissen wir auch nicht. Das Thema Skill-Based Matchmaking ist schon seit Jahren ein Riesenproblem. Also, wir müssen wohl noch ein bisschen Geduld haben. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Sollte es zum Thema Skill-Based Matchmaking bald wieder Informationen geben, erfahrt ihr es auf jeden Fall von mir. Vergesst wie immer nicht, einen Daumen nach oben dazulassen für dieses Video, ein Abo, wenn ihr neu seid oder wenn ihr schon lange, lange dabei seid und noch nicht abonniert habt, meine Fresse, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.